Ja, hallo zusammen, zurück zu Inquisition. Wir sind hier sozusagen im Nichts gestrandet und wollen jetzt mal kurz gucken, dass wir hier mal einen Ausweg finden. Hier können wir schon mal schön Vorräte aufstocken, das ist schon mal nicht so schlecht. So, dann gehen wir mal weiter. Also hier sind wir eigentlich angekommen. Ich möchte alles abgrasen, weil ich habe keine Idee, was das jetzt hier soll. Es gibt zwar eine Karte, ne, man muss irgendwo hinlaufen, aber was das hier so alles bringt, ist ja alles völlig Neuland. Hier durchlaufen geht, ja, geht. Ist das? Ah, nachforschen, pling. Sehen wir uns um. Gerne. Ängste der Träume, 1 von 5. Aha. Ängste müssen wir finden. Ah, gut. Was sollten wir hinkriegen? Okay, was sagt die Karte? Karte sagt, geht mal hier weiter. Da war ja eine. Hat mir das angeschaut? Da war ja eine Was Treppe. ist das für ein Ding? Keine Ahnung. Die stellt ja manchmal echt blöde Fragen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Es geht da hinten entweder hier die Treppe rauf oder da hinten weiter. Ich laufe mal weiter, weil Treppe rauf hört sich für mich so alles in Richtung Lösung an. Aber wenn wir hier irgendwann noch einsammeln sollen, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier noch ein paar Mal herkommen, dann sollten wir vielleicht alles erkunden. Ja. Hier sind wir schon wieder ein paar Freunde. Ah, da hinten so ein Spiegel. Cool. Was ist der letzte da? Bleib hier. Okay, so. Was war das denn da für ein Spiegel? Ich finde es hier echt unheimlich. Ach, das war's schon. Spiegel ist kaputt. Zumindest von der einen Seite. Was ist das hier? Irgendein Zauber oder was? Und ich latsche einfach mal rein. Oh, was ist da hinten noch? Okay, ein Buch. Ja, auch hier müssen wir echt aufpassen, ne? Alles ziemlich verwinkelt. Ah. Okay, also jetzt Treppe. Würde ich mal sagen. Geht auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Euch, Wächter, und auch euch, Champion. Göttliche Justinia. Ich erinnere mich nur an weniges von dem, was in Haven geschehen ist. Aber ich dachte, ihr wärt tot. Ich fürchte, die Göttliche ist tatsächlich tot, Inquisitor. Wir sehen uns hier vermutlich einem Geist gegenüber oder einem Dämon. Ihr haltet es für unmöglich, dass ich überlebt habe. Und doch seid ihr selbst hier im Nichts und am Leben. Tatsache ist,
dass der Nachweis meiner Existenz auf jeden Fall mehr Zeit erfordern würde, als wir haben. Aber ihr versteht doch sicherlich unsere Bedenken und könnt uns erklären, was ihr seid. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ihr erinnert euch nicht an das, was im Tempel der Heiligen Asche geschehen ist, Inquisitor. Nein, tue ich nicht. Die Erinnerungen, die ihr verloren habt, wurden von dem Dämon geraubt, der Korypheus dient. Er ist der Albtraum, den man vergisst, sobald man erwacht. Er nährt sich von Erinnerungen voller Angst und Finsternis und labt sich an dem Grauen. Dieser falsche Ruf, der die Wächter so sehr in Angst versetzt und zu derart gewaltigen Fehlern getrieben hat, er ist sein Werk. Ich würde liebend gerne Rache nehmen für das Unrecht, das meinen Brüdern und Schwestern durch diesen Albtraum widerfahren ist. Ihr werdet eure Chance bekommen, tapferer Wächter. Dieses Reich der Finsternis ist sein Hort. Könnt ihr uns helfen, das Nichts wieder zu verlassen? Aus diesem Grund bin ich zu euch gekommen. Als ihr in Haven das Nichts betreten habt, hat der Dämon einen Teil von euch geraubt. Bevor ihr irgendetwas anderes tut, müsst ihr es wiedererlangen. Dies sind eure Erinnerungen, Inquisitor. Okay, weiter geht's. Solange ihr noch könnt. Ihr müsst sie warnen. Bringt mir das Opfer. Was geht hier vor? Warum tut ihr das? Ausgerechnet ihr! Bringt das Opfer zum Schweigen. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Was geht hier vor? Euer Mal stammt also nicht von Andraste. Es kommt von der Kugel, die Korypheus bei seinem Ritual verwendet hat. Korypheus wollte den Schleier zerreißen, mithilfe des Ankers das Nichts betreten und die Tore der schwarzen Stadt aufstoßen. Und zwar nicht für die alten Götter, sondern für sich selbst. Als ihr jedoch seinen Plan durchkreuzt habt, ließ die Kugel stattdessen euch den Anker zuteil werden. Ich habe nie geglaubt, dass es Andrastes Werk war. Ich habe es selbst bewirkt. Durch meine Taten. Dafür brauchte ich keinen Erbauer. Und jetzt könnt ihr euch dessen gewiss sein. Ihr könnt erst dann aus dem Hort des Albtraums entkommen, wenn ihr alles zurückerlangt habt, was er euch genommen hat. Ihr habt einen Teil eurer selbst zurückgewonnen. Aber er weiß jetzt, dass ihr hier seid. Ihr müsst euch beeilen. Ich werde euch den Weg bereiten. Habt ihr etwas auf dem Herzen, Hawk? Es waren graue Wächter, die die Göttliche in dieser Vision festgehalten haben. Ihre Taten haben dazu geführt, dass die Göttliche jetzt tot ist. Ich bin davon ausgegangen, dass er ihren Verstand beherrscht hat.
Ihr selbst habt schon gesehen, wie er das getan hat. Nun kommt. Wir können uns streiten, wenn wir von diesem finsteren Ort entkommen sind. Worauf ihr euch verlassen könnt. Die Göttliche! Bitte sagt mir, dass sie jetzt... war. Sie war es, nicht wahr? Justinia war unbewaffnet und unvorbereitet. Sie hätte sich unmöglich gegen die Kreaturen des Nichts verteidigen können. Ob es allerdings ein freundlicher Geist ist oder ein Dämon, der mit einem Konkurrenten um Territorien kämpft, wird sich noch zeigen. Wo waren das jetzt, wo ich hin wollte? Es war eine ganz andere Richtung. Das ist ja okay, alles also ganz noch mal toll. Zurück. Aber es ist dieser Albtraum, der mir im Moment eine scheiß Angst einjagt. Ein Dämon, der den Seelen der Sterblichen die Angst raubt. Ja, müssen wir mal die Treppe runter, ne? Was er meinen Brüdern und Schwestern angetan hat, bete ich dafür, dass wir einen Weg finden, ihn zu vernichten. Okay. Das Ding hier. Kerze platzieren. Okay, das muss jetzt, habe ich nicht ganz gecheckt, wie das funktioniert hat, aber sammeln, Augen offen halten, gut ist. Gut, weiter geht's. Okay, es ging hier ja runter. Aber die nächsten Freunde auf uns gewartet. Hallo. Okay, untersuchen. Okay, weiter geht's. Ah, wir haben Besuch. Ein törichter kleiner Junge ist hier, um die Angst zu stillen, deren Last ich ihm freundlicherweise von den Schultern genommen hatte. Ihr hättet mir danken und eure Angst dort lassen sollen, wo sie war. In Vergessenheit. Oder etwa der Schmerz würde euch stärker machen. Welcher Narr hat euch einen derartigen Unsinn in den Kopf gesetzt? Der Einzige, der durch eure Angst stärker wird, bin ich. Aber ihr seid Gast hier in meinem Heim. Also lasst mich euch bitte zurückgeben, was ihr verloren habt. Dann schauen wir die jetzt mal. Okay. Ein bisschen gucken. Was, oder? Inja, so schlimm bist du gar nicht. Das hier sind Lakaien und steht mit Sicherheit noch Schlimmeres bevor. Das denke ich auch. Gönnt mir doch einfach diesen Moment der Hoffnung, ja? Trankgürtel, sehr schön. Haben wir noch was? Ja, irgendwie hier so. Da oben. Okay, müssen wir erst hinlaufen. Ist jetzt da hinten, ist doch hier noch so ein... Untersuchen. Wo pinkt's denn hier? Wo soll das denn sein? Mehr die Richtung. Da oben? Ah, hier. Okay, das ist vollständig hier, würde ich mal sagen, ne? Jetzt haben wir jetzt da vorne wieder so ein Ding, wo wir hin müssen. Was ist da? Okay. Oh, Konstitution plus 1, danke. Das war das, was wir von unten gesehen haben. Weiter geht's.
Ah, noch ein Spiegel. Kaputt. Geschicklichkeit plus 1. Dort drüben. Ach, Leute, Spinnen, die sie auch noch so abseilen. Ey, da krieg ich echt zu viel. Gut, sind jetzt nicht so schwierig. Das war's. Also da unten geht's auf jeden Fall weiter. Wir laufen hier nochmal durch. Damit anfangen. Ach. Okay, kaputt. Oh. Vielleicht sollte ich mich fürchten. Immerhin sehe ich mich den mächtigsten Mitgliedern der Inquisition gegenüber. Der Kunari wird einen wundervollen Wirt für einen meiner Diener abgeben. Oder vielleicht übernehme ich seinen Körper sogar selbst. Oh. Oh, schade. Bisschen zu spät. Sarah, wenn ihr einen Pfeil auf mich abschießt, werde ich wissen, wo ihr seid. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich! Okay, so viel. Was gibt's denn noch? Ah, irgendwas zum Einsammeln da vorne. Okay, also Treppe runter, weiter in Richtung Ziel. Ah, hier warten sie schon wieder auf uns. Mann, Mann, Mann. Stehen. Wie ist das Leben als Abtrünnige, Vivienne? Denkt ihr wirklich, ihr könntet eure Macht in Zirkel zurückerlangen? In eurem Alter? Ich will nichts hören. Ah. Okay. So, weiter, weiter. Dachtet ihr, ihr wärt von Bedeutung Spinnen gewesen? Ich. Hasse Spinnen. Dachtet ihr, irgendetwas von dem, was ihr je getan habt, wäre von Bedeutung gewesen? Ihr konntet nicht einmal eure Stadt retten. Wie konntet ihr da glauben, ihr könntet einen Gott niederstrecken? Ihr habt in allem versagt. Und mit diesem Wissen ist eure Ver... Niedere Dämonen. Kleine Ängste bemüht, dem Albtraum zu dienen und sich von seinen Resten zu ernähren. Und sie nehmen Gestalt von Spinnen an, weil so viele Angst vor ihnen. Ja, da bin ich mit dabei. Ich habe keine Spinnen gesehen. Verdammte Spinnen wären mir lieber gewesen. Dies ist das Nichts, meine Lieben. Dämonen sind einfallslos. Sie pflücken sich ihre Gestalt aus euren Gedanken. Ah, hier sind freundlichst Getränke. Er weiß, dass ihr zu entkommen versucht. Und er wird mit jedem Augenblick stärker. Oh, sorry. Die anderen kriegen da nichts ab. Ja. Okay. Uns bleibt nicht viel Zeit, Inquisitor.
Wir sollten weitergehen. Lauft weiter! Die Dämonen! Alle dachten, Andraste habe mich aus dem Nichts gesandt. Dabei war es die Göttliche. Und dann seid... Dann starb sie. Ja. Dann ist diese Kreatur lediglich ein Geist. Ich denke, das war uns allen bewusst, Wächter. Ich bedauere, euch zu enttäuschen. Im Moment zählt nur, dass wir wieder aus dem Nichts rauskommen. Und was auch immer ihr seid, ihr habt uns geholfen. Eines wissen wir allerdings mit Sicherheit. Die sterbliche Göttliche ist im Tempel ums Leben gekommen. Und zwar dank der Grauen Wächter. Wie ich bereits sagte, standen die Grauen Wächter, die dieses Verbrechen zu verantworten haben, unter Koryphäus Kontrolle. Wir können das aber gerne weiter diskutieren, wenn wir wieder in Adamant sind. Genau. Ja, Adamant, wo sich die Inquisition einer von Wächtern beschworenen Dämonenarmee gegenüber sieht. Ihr wagt es, uns zu verurteilen? Ihr habt Kirkwall ins Chaos gestürzt und den Magieraufstand losgetreten. Um unschuldige Magier zu schützen. Keine Wahnsinnigen, berauscht von Blutmagie. Selbst ohne Koryphäus Einfluss gehen die Wächter zu weit. Sie müssen aufgehalten werden. Sie sind nichts weiter als ein Relikt. Die Tage, in denen sie einen Nutzen besaßen, sind längst vorbei. Ihr könnt sie doch nicht einfach loswerden wollen. Ich meine, klar, es ist nie gut, wenn sie auftauchen, aber irgendwie sind sie doch auch Helden. Ich denke mal, wir sollten vielleicht nicht unbedingt die einzigen Kerle verurteilen, die wissen, wie man eine Verderbnis aufhält. Gütiger Erbauer, könntet ihr bitte beide still sein? Wir können uns streiten, sobald wir diesem riesigen Dämon der Angst entkommen sind. Inquisitor. Oh Mann. Der Albtraum hat uns gefunden.
Formiert euch! Ich bin da! Ah, Spinnen, ey. Shit. Der göttlichen Folge. Im Moment ist sie unsere einzige Möglichkeit, aus dem Nichts zu entkommen. Okay. Achso, jetzt ist hier noch so ein Ding. Sonst noch was? Nee. Okay. Was haben wir hier noch? Ja, da waren wir überall. Wächter Stroud. Wie fühlt es sich an, sein ganzes Leben den Wächtern zu verschreiben, nur um dann ihren Untergang mit ansehen zu müssen? Wo sind die Oder schlimmer noch, zu wissen, dass ihr derjenige seid, der für ihre Vernichtung verantwortlich war. Wenn die nächste Verderbnis kommt, werden sie euren Namen dann verfluchen? Bauers, werden wir dieser verdammten Bestie ein Ende bereiten. Das war's. Moment mal, irgendwas pingelt hier. Ah, noch einer. Hallo. Sorry. Okay, das war's. Hier weiter. Nee. Da hinten müssen wir nochmal eben hin. Aber ich möchte das schon ganz gern gründlich machen, weil ich denke mal, wir haben hier echt. Wir kommen hier nicht nochmal her. Hoffentlich. Okay, ein Spiegel wieder. Denkt ihr, ihr könntet mich bekämpfen? Ich bin die Verkörperung all eurer Ängste. Ich bin die verschleierte Hand von Korypheus persönlich. Diese Dämonenarmee, die ihr fürchtet, ich befehlige sie. Sie alle sind durch mich gebunden. Ah, wenn wir also euch verbannen, verbannen wir auch die Dämonen? Vielen Dank, Verkörperung all unserer Ängste. Oh. Okay. So, wo geht's weiter? Oben oder unten? Mal gucken, irgendwas verpasst hier. Nö. Okay. Folge der Göttlichen, ja, mache ich ja, aber ich vermute mal. Und der Himmel nach oben! Kapier das gefälligst, du blödes Nichts! Ah,
Okidoki. Also da hinten geht es weiter hoch, deswegen denke ich mal, das ist auch der richtige Weg. Nur hier ging es ja noch an der Seite lang, ne? Ich möchte schon diese... Ups. Ah, da ist noch ein Spiegel, okay. Stärke plus 1. Also da geht es definitiv weiter, würde ich mal sagen. Soll ich hier noch das eine Ding nochmal finden? Was soll das Wasser? Versuchen die etwa mich mit meiner tiefsitzenden Angst vor nassen Füßen zu quälen? Stehen ja alles irgendwelche Sachen, die wir kennen, ne? Okay, worum geht's? Ping, ping, ping. Also das können wir sowieso erstmal mitnehmen. Jetzt hier irgendwo in der Ecke, ne? Wo klingelt's? Mehr da. Wo denn jetzt? Hier. Ja, hier. Ah, das Ding hier. So, 4 von 5, 3 von 5. Es ging da hinten noch hoch, ne? Also ich will jetzt echt nicht, falls das hier das Ende ist, da der Session. Würde ich jetzt auch mal sagen, cool. Machen wir mal kurz hier eine Pause. Und den Rest machen wir nächste Session, okay? Also, bis denne.